Rund 10.000 Menschen haben am Montag in Paris gegen den tödlichen israelischen Luftangriff auf die Gaza-Grenzstadt Rafah protestiert. Die Demonstranten versammelten sich einige hundert Meter vor der israelischen Botschaft im Zentrum der französischen Hauptstadt und skandierten pro-palästinensische Slogans. Vereinzelt kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die Polizei setzte bei ihrem Einsatz auch Tränengas ein. Bei dem Angriff am Sonntag waren nach palästinensischen Angaben mindestens 45 Menschen in einem Zeltlager für Kriegsflüchtlinge getötet worden. Israel wurde wegen dieses Angriffs international verurteilt. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach im Zusammenhang mit dem Angriff von einem tragischen Fehler. Der Weltsicherheitsrat will am Dienstag in einer Dringlichkeitssitzung über den Fall beraten.